Hallo an alle Loxoperten da draußen. In diesem kurzen Video darf ich dir folgendes Produkt vorstellen. Das Aufbaugehäuse 18 mm für Loxom Präsenzmelder. Das ist ein 3D-Druckteil und hat eine Höhe von 18 mm, wie der Name vermuten lässt. Und das kommt jetzt immer dann zum Einsatz, wenn ich den Loxom Präsenzmelder nicht auf eine Dose montiere, auf eine Elektrodose, sondern mit einem Kabel in eine Aufputzinstallation komme. Weil dann kann man hier ganz gut erkennen, kann ich ja nirgends hier das Kabel einführen. Und ich würde ganz stark davon abraten, da hier irgendwo am Gehäuse des Präsenzmelders etwas zu bohren. Das hat keinen Sinn. Selbst wenn ich das Kabel abisoliere und nur die dünnen Litzen einführe, liegt der Bewegungsmelder dann trotzdem hier irgendwie schief an der Decke auf. Viel schöner ist es, hier mit diesem Adapter zu arbeiten. Da sieht man, habe ich hier zwei Ausklinkungen und die kann ich wegbrechen. Und je nachdem, ob ich jetzt einen Präsenzmelder mit einem Kabel anfahre oder vielleicht von hier dann noch weiter zu einem anderen Präsenzmelder gehen will, kann ich jetzt entweder nur einen oder auch beide Seiten hier dann ausbrechen. Das kann man vielleicht erkennen, das ist hier schon so vorpräforiert, dass man es quasi ganz einfach ausbrechen kann. Bei diesem Bauteil gibt es ein Oben und Unten. Das heißt, bei der Montage bitte darauf achten, dass die beiden Löcher nicht auf der Wandseite liegen. Dann kann man sehen, dass hier zwei Langlöcher gedruckt sind. Und die Schraube muss jetzt nicht so lang gewählt werden, dass auch die 18 mm des Gehäuses überwunden werden, sondern man kann hier gut erkennen, dass da eine Abstufung gedruckt wurde. Das heißt, die Länge der Schraube wird hier nicht maßgeblich reduziert. Je nach Untergrund natürlich geeignetes Befestigungsmaterial wählen und dann dieses Teil festschrauben an der Wand. Dann kann man auf der gewünschten Seite oder beiden Seiten das Kabel einführen, würde das dann hier innen auch abisolieren und dann ca. 5 cm die Litzen überstehen lassen. Dann lässt sich der schwarze Montagerahmen von Loxon an den schon vorgedruckten Löchern mit einem geeigneten Schrauben montieren. Dabei natürlich darauf achten, dass die Schrauben nicht länger sind als die 18 mm des Druckteils. Und je nachdem, ob mir jetzt das Kabel hier vorne rausführt oder hier, muss ich auch dann den Präsenzmelder entweder so rum eindrehen oder so rum. Weil sollte ich mit dem Kabel hier rauskommen und möchte den Präsenzmelder so montieren, dann seht ihr schon, würden die Kabel über diesen Steg laufen und es würde die Montage entweder nur sehr schwer gehen oder vielleicht das Kabel dann hier beschädigen oder rausziehen. Also bitte einfach hier darauf achten. Und so kann ich meinen Loxom Präsenzmelder ganz einfach in einer Aufputzinstallation verbauen.